Hallo und herzlich willkommen zurück bei Animalica. So, die Gute, die versorgt sich gerade erstmal. Trinken, essen ist wichtig. Und ich finde es immer noch schön, die Bäumchen. Ja, und mir ist eingefallen, beziehungsweise ich wurde darauf hingewiesen im Kommentar. Wir können gar keinen zweiten Alchemieturm bauen, leider, glaube ich. Weil es gibt ja nur eine einzigartige, also nur einmal wahrscheinlich, eine Forbidden Scroll. Die habe ich komplett vergessen. Das heißt, es gibt also kein Alchemie-Tower auf der zweiten Basis, was jetzt aber nicht schlimm ist. Blöd ist es halt nur, wenn man irgendwie, ja, die Scroll verliert und den Alchemieturm nie gebaut hat. Dann hat man ein Problem. Aber das habe ich zum Glück nicht. Ja, weil wie gesagt, einzigartig heißt einzigartig. So, wir brauchen aber für die andere Basis brauchen wir noch einen Workshop. Workshop. So, da der rote nämlich nicht funktioniert. Ne, Basic, es ist komisch. Ich dachte, es gäbe da noch einen. Ach so, warte mal, ich glaube, das ist auf der erweiterten Werkbank können wir, glaube ich, den anderen Basic Workshop bauen, glaube ich, genau. Weil die da ist mir, glaube ich, eindeutig zu teuer, nochmal herzustellen. Aber so ein Basic-Ding ist, glaube ich, ganz okay. Basic, nein, falsch geschrieben. Basic Workshop. Den da vielleicht. Und wie gesagt, ich hätte halt gern mal ein bisschen, ja, Abwechslung, ein bisschen was anderes. Und ich glaube, das da bekommen wir zusammen. So. Ja, ich habe auch schon einiges hergestellt und drüben in den Wagen gepackt. Also wir werden jetzt nicht hier nur rumgurken und wieder nur Sachen herstellen. Wir bauen die Fies, wir bauen dann die ganzen 1, 2. Ich glaube, ich habe nicht genug. Kann das sein? Tooltip 3. Das heißt, wir müssten das erst einkaufen. Ah, okay. Dann stelle ich das noch nicht her. Dann kriegt die Basis das nächste Mal. Okay, dann hätte ich aber gerne... Ich habe mir nämlich was vorgestellt. Ich habe ein bisschen Lock gesammelt. Holz. So. Für Holz werden wir nicht brauchen. Was könnte ich noch gebrauchen? Ich weiß es gerade nicht. Eisen vielleicht oder Metal Scrap. Davon vielleicht noch einen Schwung, keine Ahnung. Alles einpacken. So, dann können wir das hier... Ne, ich glaube, das müssen wir auch da hinten herstellen. Ich hätte nämlich gern so... Oh, warte mal. Ne, den lassen wir da stehen. Ich hätte gern zweimal diesen Guardturm. Und dann hätte ich gerne ein Tor. Wie hieß denn der? Guardhaus? Hier. Was brauchen wir da noch? Slate, Brick, Timber, Hammer. Okay, eieieiei. Ein bisschen schneller. Wir wollen heute nur auf die Landbasis. Ja. Und wir brauchen noch ein paar Bäume. Ich muss da noch ganz viele Bäume dann kaufen. Aber dazu brauchen wir auch genug Wildseed. Sonst geht da auch nichts. Und Slate. Haben wir doch bestimmt auch genug. Da. Da ist es. So. Jetzt hoffe ich, kann ich zwei Stück davon bauen. Und dann hätte ich gerne noch Zaun dazwischen. Oder eine Mauer am besten. So, nochmal gucken. Guardhaus. Zweimal. Bitte. Das wäre schön. So. Einmal. Zweimal. Und jetzt brauche ich die Fans. Ja. Oh, warte mal. Container. Ach nee, das sind nur die Sachen. Ich brauche nämlich noch Essen, Trinken. Aber da fehlten mir, glaube ich, die Nägel. Stimmt. Da war irgendwas. Textilien. Oh, das können wir schon mal machen. Das können wir schon mal machen. Ah, ich glaube, ich muss da nochmal schnell Dings holen. Plastik. So, aber jetzt brauchen wir erst was anderes. Und zwar Struktur. Nein. Nein, das nicht. Da, hier. Zäune. Und ich möchte... Was will ich denn? Ich hätte gern eins von den Toren. Ach, da brauche ich Bolzen. Bolzen. Okay. Bolzen und dann hätte ich gern... Sollen wir mal einen anderen Zaun machen? Einfach nur, weil wir es können. Ich meine, da kommt ja dann kein Tier rein. Aber wir könnten vielleicht mal so etwas nutzen. Ich meine, der ist jetzt ein bisschen lädiert.
Oder was ist das da? Aluminium, Plastik, Bolz? Das sieht aber sehr schmal, also sehr klein aus. Ich hätte aber schon gern irgendwie was Wuchtigeres. Das sieht mir jetzt auch ein bisschen so komisch aus. Ich glaube, wir machen die Dinger. So, tun wir mal anpinnen, beziehungsweise wir brauchen nur Metal Wire-Dinger. Eieiei. Bolz. Brauche ich für alles. Deswegen nehmen wir da jetzt auch mal einen Schwung mit. Ah, Bolz und... Ach nee, Metal Wire, glaube ich, war das richtig? Ich glaube schon. So, jetzt müssten wir aber alles haben. So, Wuffis. Und dann müssen wir auch gucken, welche Tiere wir mit drüber nehmen. So. Und ich hoffe so, dass mir das Spiel dann nicht kaputt geht und dann beide Basen verschwinden oder so. Ach, jetzt hätte ich auch Plastik mitnehmen können, ich Trottel. Ah, Plastik. Komm. Und. Ich glaube, hier ist Plastik drin. Jawohl. Nimm einfach mal einen Schwung mit. Und tuckern wieder zurück. Ja. So, und jetzt stellt euch vor, ihr hättet... ich meine, das ist jetzt schon eine weite Entfernung. Aber jetzt stellt euch vor, ihr hättet das weiß Gott wo stehen. Und das wäre grausam. So, ein paar Drinks. Dann haben wir... weiß gar nicht. Ich glaube, Metall haben wir. Haben wir das schon? Ich weiß es nicht. Plants haben wir, glaube ich, schon. Das ist auch schon drüben. First Aid, glaube ich, aber nicht. Textil nicht. Ach doch, hier. Mann, ich Trottel. Das habe ich doch schon hergestellt. Entschuldigung. Steine, ich weiß es nicht. So, okay. Jetzt aber... Ach, weil ich gerade den Lockersee. Wenn ihr bei der Landbasis Richtung Tankstelle oder Richtung Absturzstelle lauft und da in diese Tankstelle reingeht, da in diesem Spind, da habe ich Dings gefunden. Ja, toll. Eine Pistole und ein bisschen Munition. Nur mal so nebenbei bemerkt, falls ihr euch keine kaufen möchtet oder könnt, da gibt's eine für umsonst. So, 20 Stück. Ja, komm, einfach mal herstellen. So, dann gibt es nämlich auch mal ein bisschen andere Zäune, auch wenn die ziemlich böse aussehen. Aber egal. Einfach mal ein bisschen Abwechslung. Was ist das da? Könnte man vielleicht auch mal ein paar herstellen. Einfach nur mal eben, um zu gucken, wie die aussehen. Oder hier. Das sieht eigentlich auch schön aus, so aus Holz. Drei Stück könnte man. Dann machen wir zwei. So, hast du davon. Ach, der braucht nur Loks. Ah, ich verstehe. Davon drei. Dann machen wir da auch zwei. So, werden wir schon irgendwie irgendwas basteln mit. So, passt. Gut. Dann haben wir, glaube ich, alles. So. Wie gesagt, ab und zu ein bisschen Abwechslung tut vielleicht ganz gut. Dann haben wir... Ich glaube, jetzt habe ich soweit alles, was ich möchte. Bisschen was ist noch drüben. Dann würde ich sagen, können wir direkt nach Dings rüber tuckern. Und ja. So, Brick kommt hier rein. Und da ist noch mehr Brick. Eieiei, dieses Sortieren dann immer. Grausam. Und doch so schön. Holz. Dann hier Papier. Rope und Gras kommt hier rein. Plastik hier wieder rein. Es wäre hier cool auch, wenn man einfach sortieren könnte manchmal. Metal-Zeugs kommt hier rein. Und wie gesagt, ich muss dann erstmal gucken, dass ich Zeug wieder zusammen suche. Warte. Jetzt habe ich es vergessen. Autsch, jetzt habe ich es vergessen. Während ich spreche, habe ich es vergessen. Ich bin alt. Ich werde alt. Mein Hirn. Okay. Ne, mir fällt es nicht mehr ein. Mir fällt es nicht mehr ein. Vielleicht während ich im Ladebildschirm... Ach nein, stopp. Ich möchte noch nach Bäumchen gucken. Hier. Da haben wir ein bisschen was. Wir haben sogar eine Lampe. Da können wir eigentlich auch schon mal eine mitnehmen. Mitnehmen. Bitte, danke. Und... Ah, das ist dieser Dingstree. Den lassen wir mal. Ach, hier habe ich auch noch Zeugs. Da ist ein kaputter Baum. Schade, ich dachte eigentlich, wir hätten noch normale, richtige, echte Bäume.
Habe ich die hier überall platziert? Ja gut, ich meine, guckt mal, wie schön und schön grün unsere Insel ist. Habe ich hier noch einen Baum drin? Nö, kein Baum. Das sind aber noch Mauern. Wir nehmen auch mal die Zäune mit. Einfach nur mal mitnehmen. So, ein kleiner Hühnerstall können wir auch schon mal mitnehmen. So, aber jetzt Flitzekacke. Zurück zur Landbasis, würde ich sagen. Und Kirschbäume. Ich muss unbedingt diese Kirschblütenbäume kaufen und dann da überall hin platzieren. Auch wenn da schon welche sind. Egal. Und ich überlege, vielleicht fällt es mir ein. Vielleicht aber auch nicht. Dann vergesst es einfach. So wie ich. So, was für ein Empfang. Direkt mal wieder in der Nacht. Egal. Wir haben unten, glaube ich, noch ein Bettchen stehen. Das ist noch von ganz, ganz am Anfang irgendwie. Und da ist der Wagen. Das ist so schön. Ich weiß nicht, ich liebe diese neuen Wagen da. So, Pferdchen. Du machst Staub. Das ist vielleicht nicht so gut. Dann hauen wir uns hin. Ich würde sagen, einfach die vollen 12 Stunden. Und jetzt wird erstmal gefrühstückt. Lecker, lecker. Wasser und Fisch zum Frühstück. Wer möchte das nicht? So. Was hier auf der Landbasis natürlich vielleicht auch vom Vorteil ist, wenn man hier die Basis hat, es spawnen immer wieder Sachen. Also so wie jetzt hier die Kräuter oder auch mal Steine oder da hinten Lehm. Das hat man halt alles, ohne dass man reisen muss. Das hat man halt auf der Insel überhaupt nicht, weil die Insel ist einfach nur die Insel und es passt. So, wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen was hergerichtet. Das nehmen wir alles mit und guckt mal, ich habe da 2 Flaggen hingebaut. Ach Gott, keine Ahnung. Und da habe ich nämlich schon eine hingestellt. Das ist jetzt auch eine neue Basis für uns und dann hier hinten. Und da habe ich jetzt auch vor, den Brunnen eben in die Mitte zu setzen. Und dass das so richtig schön wie so eine Art, ja, Park wird, keine Ahnung. Oder was, so ein kleines irgendwas. Ich weiß es nicht. Und das sind die 2 kleine Hasen. Seht ihr's? Guckt, das basiert auf einer Landbasis. Man kann eben mal schön Zeugs einsammeln. So. Wo ist ungefähr die Mitte? Ich habe keine Ahnung. Ich würde den jetzt tatsächlich einfach hierher klatschen. So. Und jetzt ist es natürlich so, dass hier kaum Gras ist oder allgemein keine Blümchen oder Bäume. Und deswegen fände ich das halt schön, aber dazu muss ich dann erst einkaufen gehen, wenn man hier eben mehr mit Deko auch arbeitet. Ich weiß nicht, hier vielleicht vorne dran. So. Und dann aber hier halt große Bäume oder ein paar Blümchen, ein paar Büsche. Da halt dann so ein bisschen verteilen. So. Dann wollte ich hier auch noch die Flagge hinbauen. Welche Richtung wehst du, meine schöne Flagge? Ah, sie ist so groß, die ist so groß. ich habe keine Ahnung. So sieht sie ziemlich gut aus, oder? Machen wir das hier? Nee, nicht dahin. Hierhin vielleicht? Sieht es dann überhaupt noch mal was aus? Hier so, zack, neben die Schmiede. Kabum. Ja, können wir lassen, oder? Dann weiß jeder, hier ist ab jetzt unser Reich. So, warum habe ich mir jetzt aber diese zweimal diese Guardhouse-Dinger hergestellt? Und den Zaun und das alles einfach. So, ich hatte mir jetzt vorgestellt, weil da hinten, seht ihr ja, da geht es eigentlich eher raus oder, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier so eine kleine Passage zwischen dem Berg und dem Berg. Und da habe ich mir jetzt eben überlegt, da wäre doch irgendwie cool, wenn man so quasi dann weiß man, ab da hinten ist unsere Basis, unser Reich. Dass wir hier vielleicht so ein Guardhaus hinsetzen. Hm, ich glaube, das ist sogar fast zu viel, 2 Stück. Ich wollte nämlich hier und hier ein Guardhaus hin. Obwohl, könnte vielleicht doch klappen. So, Sekunde. Erstmal wieder alles so hindrehen und jetzt sieht man, dass der Stein zu weit ins Gebäude geht. Und jetzt ist er vielleicht draußen. Jetzt wäre es nur minimal. Wenn ich das jetzt so hier hinsetze, ist dann hier dicht? Ja, da ist dicht. Jetzt mal kurz reingehen.
Und hier ist kein Felsen. Das ist wichtig. Das ist gut. So. Genau, dann hat man nämlich hier den Guard Tower. Oder Haus. Und das gleiche bräuchte ich jetzt auch auf der anderen Seite. Und wir haben aber zwei Passagen. Dann bräuchte ich vielleicht sogar zweimal. Also nochmal zwei so Guardhäuser. So, ich glaube, das ist jetzt ungefähr gleich. Jetzt versuche ich natürlich fast identisch darüber zu gehen. Und... wie machen wir das jetzt? So vielleicht doch so? Da scheint so viel Ding rein jetzt. Wow, das ist ein bisschen viel Felsen innen drin, oder? Dann muss ich das nochmal abbauen. Ja, das ist... Ich meine, ich nutze das ja nicht, aber es geht ums Prinzip. So, aber dann hätten wir hier so diese Zwillingswächter, sage ich jetzt mal. Ah, ne, können wir gar nicht mitnehmen. Nee, den muss ich ein bisschen raus. Den muss ich ein bisschen rausnehmen. Das sieht so nicht gut aus. Nee, nee. Dann können wir nämlich dahinter noch mehr, ja, Sachen oder Häuser auch hinbauen. Das, habe ich zumindest so vor. Dreh, dreh, dreh. Dreh dich, mein Türmchen. So ist der wieder ungefähr zeitgleich, gleich. So, zack. Ich gehe weiter weg. So, dann sehe ich vielleicht mehr. Aber ich stehe nicht gerade, oder? Wenn ich jetzt hier so rüber gehe wieder. Ich weiß nicht, ob das okay ist. So. Platzieren. Ja, jetzt ist zwar nicht so viel Fels, aber jetzt kann sich da jemand durch, ja, schleichen. Muss man einen Zaun dahinter bauen. Ja, das wäre, glaube ich, noch vertretbar. Okay. Sieht das nach was aus? So. Tor und die Zäune bräuchte ich jetzt. Oder wartet mal, soll man da die Zäune nehmen vielleicht? Dann bräuchte ich ja noch ein Tor, sehe ich gerade. Oh-oh. Oh-oh. Na gut, dann mache ich jetzt erstmal hier ein Tor. Wie ist es, damit es hier gerade ist? Ungefähr mittig, wenn es geht. So. Und da dazwischen, ich hoffe, das geht sich jetzt aus mit der... Oh, das ist gar nicht so groß. Und ich weiß auch nicht, wo vorne hinten ist. Ich würde es aber fast sagen, so rum, oder? So rum. So, machen wir mal hier. Zack, fest. Einmal. Ich hoffe, du snippst dran. Jawohl. Oh. 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 Das ist aber nicht gut. Okay, dann müssen wir doch ein bisschen umbauen. Vielleicht aber gar nicht so schlecht. Zack, weg. Jawohl. Dann gib mir das Tor. So, dann hier dran platzieren. So. Und dann muss ich doch das Guardhaus weiter nach vorne ziehen. Kann das sein? Alles nicht so einfach. So, komm, gib mir das Häuschen zurück. Ab in meine kleine Tasche. So. Jetzt bauen wir erst vielleicht den Zaun fertig. So. Weil den könnte ich jetzt auch ein bisschen reindrehen normalerweise. So. Habe ich jetzt überhaupt richtig? Nee, jetzt habe ich es genau andersrum, richtig? Jawohl. Ich weiß nicht. Aber das sieht eher nach Innenseite aus. Ich weiß auch nicht. Das ist halt einfach nur eine Sache des Betrachters, oder? Kann jeder für sich entscheiden, was vorne hinten ist. So, dann würde ich sagen, dich machen wir hier hin. Vielleicht doch so ein bisschen nach innen. So, einmal. Snip, jawohl. Und ich glaube, ne, einmal noch. Ne, ich glaube das Haus. Ich probiere jetzt erstmal. Wir können den Zaun ja noch wegnehmen dann. Erstmal wieder drehen. Ne, ich muss den Zaun wegnehmen. Nein, stopp, Hilfe, Hilfe. Eins. So. Ich weiß nicht, manchmal ist es, als würden sich die Gebäude da auch dran snippen wollen. Keine Ahnung. Und dann geht irgendwie gar nichts mehr. So. Jetzt nochmal. Ah, doch, so glaube ich. Ja, so glaube ich, könnte das sogar was werden. Hier schön an den Zaun dran. Passt. So, jetzt ist hier natürlich, aber da könnten wir eigentlich nochmal mit dem Zaun zumachen. So, und der stört sich auch nicht daran, wenn er irgendwie ein bisschen am... Na doch, stört sich dran.
Dann muss ich das so machen und... Ne, so geht's nicht. Ja, ich möchte halt nur, dass es... So, egal. So vielleicht. So, damit man... Ja, da könnte sich trotzdem noch einer durchschleichen. Aber wenn man so von vorne guckt, dann sieht das nicht danach aus. Dann bräuchte ich jetzt, was bräuchte ich jetzt hier? Nee, ich bräuchte hier einen Busch oder so. Damit man die Ecke noch verdecken könnte, so ein bisschen. Weil das ist jetzt was mich so ein bisschen stört. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt, unsere kleine Stadt da hinten einmal abgesichert. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall das Tor. Das nehme ich jetzt aber wieder raus, weil ich brauche das auf der anderen Seite. Aber dadurch, dass ich das jetzt hier platziert habe, weiß ich, wie viel Platz ich brauche. Dann stelle ich einfach nochmal eins her und dann komme ich wieder hierher und pflanze das einfach dazwischen. So, jetzt ist aber natürlich hier drüben auch noch Platz. Und das muss auch zugemacht werden. Das heißt, hier diese Fläche ist dann meins. Und das müssen wir verteidigen. Wer weiß, ob irgendwann noch Mutanten dann hier zu uns kommen. Man weiß ja nicht, was das Spiel noch so bringt. So, okay. Dann würde ich sagen, wir machen hier einfach zu. Wenn ich jetzt hier geradeaus rübergehe, von hier aus vielleicht, so vielleicht, mal gucken. Dann machen wir erstmal, jetzt gucken wir mal, die Dinge, ach, das sind die Teile. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil die schon ziemlich viel Platz wegnehmen. Also Fläche, die wir dann schon mal nicht mehr brauchen. Einmal. Also ich meine, aussehen tun die schon cool. Aber andererseits natürlich, für ein Tiergehege würde ich die niemals nehmen, weil man sieht ja nichts. Ja, man sieht ja gar nichts. So, dann haben wir die da. Und, na, erstmal komplett durchscrollen hier. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach hier rüber und machen das auch hier. Aber da weiß ich, ich muss erst Dings dazwischen bauen. So, jetzt machen wir natürlich entweder das komplett klauen. Also, oh, die sind ja auch riesig. Oh, oh. Die sind ja richtig riesig. Wow. Wow. Ich dachte, wow. Ich setz den jetzt einfach nur mal. Seht mal, wie riesig das ist. Da könnte man ein ganzes Fort bauen. Ja, Wahnsinn. Okay, das ist groß. Aber sieht cool aus. Und kein Wunder, dass man da Baumstämme braucht. Seht ihr, das sind alles Baumstämme. Das sieht aber irgendwie schon cool aus. Wow. Aber gerade ein bisschen zu heftig, glaube ich, für mein kleines Vorhaben da drinnen. So. Wir wollen einfach nur geradeaus hier rüber. Bitte dran snappen, jawohl. 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 Noch einmal. Dann würde ich sagen, machen wir ein Tor. Das Tor dazwischen. So. Und das Tor. So, komm. Nein, jetzt geht wieder nichts. Ach, nicht dran snappen. Ich glaube, das ist... Jetzt geht's nämlich schön, seht ihr? Ich glaube, die Tore oder die Gebäude wollen dann auch dieses Snap-System benutzen und dann hängt irgendwie alles. So, ach, jetzt habe ich auf die Ding nicht aufgepasst. Ah, okay, dann mache ich das jetzt aber... Nein, ich finde das nicht schön. Wie gesagt, das ist, ja, ich weiß auch nicht. Eine Geschmackssache. So. Zack. Einmal dran klipsen, bitte. Ach nee, ich habe sie wieder ausgeschalten. Ach ja, ich vergaß. So, und jetzt einmal bitte bis nach da drüben. So, geht nicht. Okay. Dann brauche ich, hoffe, da reicht jetzt die Wand. Reicht die Wand? Um das zu schließen? Oh nein, oh nein. Minimal. Oh Mist. Das heißt, ich brauche noch mal einen Zaun von dem da ungefähr. Oh, muss ich doch erst nach Hause. Deswegen wäre es halt gut, wenn wir hier auch schon ein... wie heißt's? Eine Werkbank hätten. Dann könnte ich so Zeug auch herstellen. Hier, direkt herstellen. Ah, nee, nee, nee.
Ich glaube, wenn ich den Zaun dazwischen gepackt hätte, statt dem da, dann wäre jetzt hier dicht. Aber ich will nicht da alles komplett hier... Ja. Ja, alles mischen. So, und dann dachte ich mir hier zum Beispiel, so als Eingang, dass wir hier die zwei Löwen hinsetzen. So, einmal. Und zweimal. Auch ungefähr ein Zaun entfernt. Ach, Moment mal. Ach, ist der jetzt kleiner? Ist es der jetzt kleiner? Ach, okay. Ich sehe es. Den habe ich irgendwie komplett hinten reingesetzt. Oh Mann. Man sieht das so schlecht. Oder ich zumindest. Ich tue mir da manchmal noch ein bisschen schwer. Nein, lass den Zaun in Ruhe. Der hängt ja auch durch. Mann, Mann, Mann. Dann nochmal. Komm. Weg, weg, schneller. So, nochmal von vorne. Und diesmal bitte schön. So, jetzt bleibe ich einfach hier stehen, dann sehe ich das nämlich besser. So, ungefähr ein Zaun Abstand vom Tor. Und das gleiche machen wir auch hier. Ein Zaun Abstand vom Tor. Und dann platzieren. So. Jetzt ist der viel zu rechts, kann das sein? Boah, ich krieg noch einen Vogel. Der ist jetzt zu weit. Komm, das werde ich doch jetzt wohl noch hinbekommen hier. Und dann irgendwie daneben noch schön Bäume hinstellen. Ich stelle mir das schon irgendwie ganz cool vor. So. So. Und. Und. So. Ja, ich glaube, jetzt habe ich's, oder? Jetzt habe ich's. Dann kommen hier noch ein paar Zäune und dann nochmal so eine grüne Holzwand hin. Und dann ist es halt, wie gesagt, so ab hier ist einfach Freiland, Landbasis. Und ab hier drinnen ist es unsere zweite Basis. Hier können wir uns austoben, da können wir noch ein Häuschen hinbauen. Da können wir noch ja, verschiedene Sachen hinbauen. Und ich denke, das ist ganz gut. So. Wo habe ich jetzt Steine und Metall? Jawohl. Dann würde ich nämlich sagen, wir machen das ziemlich passend. Beziehungsweise, warte mal, hier ist Steinmasurie. Nee, ich glaube, das machen wir bei Schmiede aber trotzdem hin. Weil, wie gesagt, ich denke mir halt dann auch, wenn wir Sachen sammeln und ich muss dann immer 10.000 Jahre irgendwo hinrennen, um Erz zu holen, um das dann hier in der Schmiede zu verarbeiten, dann mache ich das doch lieber so, dass ich die Sachen direkt so ein bisschen, ja, zusammenlasse, halte. Irgendwie versuche. Genau. So, hier vorne, da ist der Amboss. Drehen, drehen, drehen. Bisschen drehen. Machen wir mal hier so schräg davor. Ich glaube, da reicht erstmal einer auf unserer anderen Basis. Da haben wir auch eins. Und damit kommen wir eigentlich ganz gut klar. So. Das brauchen wir jetzt nicht. Dann hier das ganze Essenszeug, das würde ich aber tatsächlich in einem Haus machen. Also aufbauen. Und ich glaube, wir haben ja oben dieses Anwesen. Und ich glaube, wir werden das nutzen. Das werden wir schön einrichten. Oh, bei Nacht sehen die so schön aus. Guck mal, wie die leuchten. Ah. Ja, wir werden auf jeden Fall das Haus nutzen zum Wohnen. Und hier, denke ich, werden wir die Werkbank reinbauen und ja, dass wir hier nicht wohnen, sondern nur arbeiten. Und ich verstehe nicht, warum wir hier nicht craften können. Egal. Egal. Genau, gut. Ich schlaf und lock mich aber nur noch aufs Leisland aus. Bis da hat jetzt immer alles geklappt. Und ja. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!